Aufs nächste Spiel hatten wir nicht frei. Das Spiel. 12 Tagen, sag ich doch. Wir haben noch hier frei. Okay. Ich bin auch noch völlig fertig, verstehe ich nicht. Also einiges ist in dem Game noch echt verbuggt, ja, dass zum Beispiel diese Motivationsansprachen für die Spieler in der Halbzeitpause nicht mehr funktionieren. So wie ich es jetzt mitgekriegt habe, ist das seit dem neuen Update so und es betrifft wohl die Leute, die die Datenbank integriert haben. Muss man mal schauen. Weil gerade das wurde ja auch so als ja, nebenher Feature, ja, dass die Community da eben viel machen kann, integrieren kann, mit reingenommen. Und auch angepriesen, das Ganze. Und jetzt funktioniert das nicht. Weil da eventuell was kollidiert. Da muss denn der Spielehersteller aber was machen. So, Personal passt. Warum ist das eigentlich immer noch rot? So wenig ausgelastet. Vielleicht. Naja. Wird schon laufen irgendwie. Guck ich nochmal zum Persönlichen. Es kann nicht sein, dass ich hier fertig bin. Warum auch immer. Weiterbildung hier. Zack. Da, 6 von 35 geplanten Stunden in der Woche. Soll doch möglich sein, dass ich nicht fertig bin. Okay, wo... Ich glaube, jetzt kann ich den Status gar nicht mehr... Also worauf wir uns nächste Woche konzentrieren, aufs nächste Spiel eigentlich nicht so wichtig. Freundschaftsspiel vereinbaren, genau, das sollten wir machen. Trainingsplan. Mittlere Intensität ist okay. Passt alles. Alles gut, glaube ich. Jetzt verläuft die Trainings sind schlecht. Aber solche Leute, das will ja der SC Freiburg nicht. Altklinike, da hat, glaube ich, jetzt der 1. FC Magdeburg in Wirklichkeit gegen die gespielt. Die haben nur 2-1 gewonnen oder sowas, der Magdeburger. So ein Datum kann ich ja echt nicht angeben mehr. So, hier. Freitag. Gegen FC Barcelona.
Das lassen wir lieber. Sonntag würde ich eigentlich nicht spielen. Machen wir das. Leute, jetzt geht's los. Letzte Transferstunden brechen an. Dominik Heinz, ich will den nicht verhandeln. Ey, Leute, echt jetzt. Zweier zentrales Mittelfeld, nee, wollen wir nicht. So, noch was brauchen? Eigentlich nicht, wir haben alles. Nichts, was mich interessiert hier. Ja, irgendwie die Kracher kommen hier gerade nicht. Dino Tempelmann, nee, den brauche ich. Das ist jetzt die Frage. Er hat 6-2. Boah, Leute. Hier machen wir was. Wir verdoppeln das eigentlich. Dann war's das.
Leute, ich lasse es jetzt einfach so. Was ist hier linker, rechter Außenstürmer? Tauschen wir mal. Das ist der beste Spieler hier. Das will ich trotzdem greifen. Okay, fit muss er werden, der muss fit werden, der muss fit werden. Gut. Los geht's hier. Auf ins Spiel! Tja. Mann Müller. Oh, Leute, was? Yes. Hohoho, Leute! So. Auswechseln, auswechseln. Die beiden auf jeden Fall. Und der Höfler. Und dann lassen wir mal noch. Und Wechsel sind noch möglich. Sehr schön. Und geht nicht. Leute, das ist jetzt nicht lustig. Yes. So, jetzt gucken wir mal. 1, 2, 3, 4. Machen wir jetzt gleich die 5. Nils wird gewechselt. Wird ein bisschen eng mit wechseln. Eine Spitze oder offensives Mittelfeld ist egal. Hm?
Achso, Innenverteidiger. Jetzt habe ich keinen Anführer drin bei mir. Na gut, gerechte Sonnenschienen. Boah, echt jetzt eine Gehirnerschütterung. Oh Mann, ey. Wir hätten letzte Woche Spielerförderung machen müssen und jetzt. Nächstes Spiel. Defensive Arbeit ist wichtig. Okay. Ihr dürft alles, nehme ich mal an. Gibt es hier keine Tabelle bei denen? Als. Mit denen auch sprechen? Ne. Machen wir ruhig mal. So, Verletzter, Gehirnerschütterung. 34 Tage, heilige Scheiße. Auf jeden Fall mit dem Quatschen. Trainingslager. Anzahl Tage vor dem nächsten Spiel 1. Ach, wie lange der Trainingslager, nehme ich mal an, dauern soll. Kurztrainingslager 2 Tage auf jeden Fall. Bereich so halbwegs. Passt, passt, passt. Ich
Ich bin extrem gestresst. Aber nicht mehr fix und fertig. So geil, ne? Okay, gegen Dortmund geht's. Heieieiei. 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 Nicht hier irgendwie die Fans. Ist das jetzt ein Auswärtsspiel? Ja. Auswärts. Auch mehr Fans. Okay, also. Was bringt mir das Videoanalyse? Machen wir doch hier schon. Saisonplanung gucken. Dortmund, dann kommt hier Bremen. Hier haben wir nochmal frei. Nach Leverkusen. Muss man es merken, irgendwie. Scheiße. Okay, hier. Sprechen. Persönliche Situation. Gute Besserung. Alles klar, Quaison. Werd fit, ey. Ey, so wichtiger Spieler. Kopfplatzwunde. Ja, auf geht's nach Dortmund. Da haben wir unsere zwei Verletzten. Scheiße, ey. Stürmer, hier haben wir aber noch den. Der kann links und rechts. Ja. Also nach Dortmund sollte man bloß auch das beste Material mitnehmen, wenn es nicht gerade krank ist. So, hängende Spitze. Geht man gar nicht da vorne, ey. Wer kann eigentlich besser offensives Mittelfeld? Nee, wir lassen die Höfler jetzt da. Auch wenn Santa Maria die bessere Form hat, ja, aber der Höfler, der muss mehr kommen, ey. So, der Rocker ist der zusammen mit den Schmied, die am unfittesten sind.
Linker Außenverteidiger, rechter Außenverteidiger haben wir dabei. Fangen wir erstmal so an. Ja. Vorsichtig, offensiv und eine Defensive draufgehen. Der Haaland spielt ja damit. Heilige Scheiße. Oh nein. Ja, und Sancho. Der rechte Außenstürmer ist also unser linker Außenverteidiger. Schwachpunkt, wenn ich das jetzt wüsste. Der Torwart. Er ist eigentlich aufgepasst. Kacke. Das kriegt er. Und hier einen ordentlichen Bonus kriegt er. Für den Sieg.